Meine Reise geht weiter. Wie das Leben so ist, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Ich hatte viele Veränderungen in den letzten Monaten, musste mich komplett neu sortieren und aufstellen. Und ich nehme die Dinge jetzt selber in die Hand, stelle mein Team selber zusammen. Ich werde euch die entsprechenden Personen später nochmal genauer vorstellen. Die hat mir Videos geschickt, wie sie früher geboxt hat und wie sie im letzten Kampf geboxt hat. Und ich glaube, dass ich es hinbekommen habe, dass sie wieder ein bisschen aktiver geworden ist und ein bisschen schneller geworden ist. Und ja, daran haben wir relativ viel gearbeitet, dass die Aktionen wieder schnell, kräftig und explosiv werden. Also es gibt mehrere Personen, oder beziehungsweise es gibt so zwei Arten von Trainingstypen. Einmal die, die man in den Arsch treten muss, und dann die, die man bremsen muss. Und sie ist eher jemand, den man bremsen muss. Sie ist sehr, sehr ja, engagiert, sehr willig und ja, bringt unheimlich viel Spaß. Working on applying the scheme, the true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one, one shot for the kill, the breeze cut, freeze up, straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares of all big sky high, check the movement is here. Yeah, yeah, it's one heart, one shot, now the future is yours. Go! Puha, ich habe noch einmal ordentlich geschwitzt. Die letzte Trainingseinheit ist jetzt hinter mir. Ich steige am 15.07. in den Ring im Wuppertal. Das Ganze wird live übertragen auf Fight24. Schaltet ein und vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Bis dahin.